glaube, ich muss ins Auto. Das ist zu heftig hier. Ich muss hier eigentlich weg, aber ich kann nicht mehr fahren. Ich sehe nichts mehr. Eigentlich weiß Mario Zeschek, wie man ein Gewitter aus sicherer Entfernung beobachtet. Am Donnerstag aber kommt alles anders. So heftig habe ich es noch nie erlebt. Also das war eine Superzelle, das ist quasi, ja, ich sag's mal ein bisschen pathetisch, die Königin der Gewitterzellen. Und der Aufzug war schon hochdramatisch. Gewitter, Sturm, Hagel. Etwa eine halbe Stunde lang bekommen Kassel und Nordhessen die volle Packung ab. Für seinen Facebook-Livestream fährt Mario Zeschek nach Velmar. Von dort aus beobachtet er, wie sich die Superzelle auftürmt. Diese Superzellen können unter Umständen eine Eigendynamik haben. Das heißt, sie ziehen nicht direkt mit der Strömung, sondern biegen rechts oder links ab, um es mal ganz einfach zu formulieren. Und im Normalfall hätte diese Zelle Kassel gar nicht getroffen. Aber dadurch, dass sie sich nach rechts bewegt hat, immer weiter rechts oder östlich angebaut hat, hat sie halt das Stadtgebiet direkt getroffen. Und ihn selbst natürlich auch. Ich muss hier mal eine absolute Akutwarnung ausgeben. Eine extreme Wettergefahr zieht gerade auf Kassel. Das ist eine Superzelle. Da ist mit Großhagel zu rechnen, Orkanböen. Ihr seht das hier gerade, das Ding ist ein Riesenteil. Also das darfst du nicht unterschätzen. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich hier weiter filme oder ob ich irgendwo unter eine Tankstelle fahre. Und dann habe ich nur gesehen, wie schnell das Ding zieht. Also echt heftig. Und ja, dann ist der Wind gekommen, hat mein Stativ umgefegt mit Handy. Ist zum Glück nichts passiert. Und dann bin ich ins Auto und wollte eigentlich wegfahren. Während wir heute mit Mario Zeschek drehen, überrascht uns auch ein Gewitter. Schnell rein ins Auto, Sicherheit geht vor. Es geht eigentlich vielmehr um die Macht, die das Gewitter hat. Die Macht, die die Natur hat. Und auch, dass der Mensch dagegen eigentlich gar nichts tun kann. Natürlich ist es beeindruckend, wenn du da stehst. Ja, das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Aber dass wir so eine Bande von durchgeknallten Gefahrensuchern sind, das ist nicht so. Hier fängt es jetzt auch an zu hageln. Ja, hier ist nichts mehr zu erkennen. Vom Sturmjäger zum Gejagten. Eine Erfahrung, auf die Mario Zeschek gerne verzichtet hätte.